Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal mit Mohammed geredet habe. Das war über Skype, wo ein befreundeter Syrer, der Ahmad Mohammed, den Kontakt hergestellt hat. Und da hat sich versteckt und war eigentlich ganz schüchtern. Und ja, die Situation war nicht gut. Oder? Die Familie dachte, er stirbt bald. Und das war alles recht bedrückend. Oder? Und wenn man sieht, wie er jetzt ist, also ein offener, sehr selbstbewusster kleiner Junge, dann ist das schon wirklich eine tolle Sache. Oder? Und habe Ärzte in der Türkei organisiert, die ihn mal richtig untersucht haben. Und man herausgefunden hat, er hat nicht Progeria, eine tödliche Krankheit, mit 18 sterben die Kinder, sondern Cutis laxa, also eine Krankheit, die die Haut altern lässt. Ich sage immer so, der lebendige Benjamin Button ist er eigentlich. Und ich habe dann einiges probiert, über Verpflichtungserklärungen Ufer zum Holen oder über diverse Programme, also mit Roten Kreuz oder anderen Organisationen. Das hat alles nicht geklappt. Und am Schluss war dann eben meine Entscheidung, dass ich ihn dann doch auf eigene Kosten aufbringe. Er hat mir mal ein Video geschickt, wo ich in der Türkei war. Und das hat er selber gemacht. Und da hat er jene geredet mit, ja, er möchte nach Österreich kommen. Und er möchte also das Land kennenlernen. Und ja, also er möchte Putzmann werden. Das ist sein Traumjob. Das wird wahrscheinlich schon möglich sein, dass er das einmal erreicht. Er hat dann auch gesagt, dass er eben in der Türkei gemobbt wird von anderen Kindern, dass die ihn nicht in die Schule gehen lernen, dass sie nicht rausgehen lernen. Und was wirklich toll war in Vorarlberg, er ist jetzt in der Augasse in einer wirklich guten Schule, wo er akzeptiert ist. Er ist im Karateverein sehr akzeptiert und wirklich ein toller Moment war, wo der Mohammed gesagt hat, das Leben in Österreich, das sei für ihn ein Traum, weil die anderen Kinder ihn so mögen, wie er ist. Mein Name ist Eva Katrein und ich bin Karate-Trainerin beim Verein Karate Bregenz. Seit ungefähr einem Jahr ist der Mohammed bei uns und ich bin eine seiner Karate-Trainerinnen. Am Anfang war es ganz witzig mit Mohammed, weil er war zuerst in unserer Kindergruppe dabei und da war es so, dass er aufgrund von seinem Aussehen haben die anderen Kinder sich doch ein bisschen unwohl gefühlt und waren ein bisschen verunsichert. Gerade wenn es darum gegangen ist, so Partnerübungen oder zu zweit was zu machen. Wir haben ihnen das dann aber erklärt, wie das mit Mohammed ist und dass es nichts Ansteckendes ist und dass er sich freuen würde, wenn sie mit ihm gemeinsam trainieren würden. Und das haben die Kinder dann sofort gleich verstanden und nach einer kurzen anfänglichen Schwierigkeit, die es eben gegeben hat, haben sie sich dann gefreut, mit ihm zusammen zu trainieren. Und seitdem eigentlich ist es problemlos, ist er völlig anerkannt bei uns im Verein und es macht allen Spaß, wenn er da ist. Was mir wichtig sind zwei Punkte. Das eine ist, dass man nicht denkt, das kommt jetzt alles wieder auf den Steuerzahler, sondern mir, also Gruppe Vorarlberger, wo ich den Fall angenommen habe, ich bin ja nicht alleinig, wir haben ziemlich die Kosten übernommen, also Wohnungsprovision und so weiter, das, oder Arztkosten und Teil, haben wir alles übernommen und darum ist wichtig, dass das einfach Erfolgsgeschichte ist, weil so viele Leute sich für die Familie einsetzen und sich um den Burg kümmern. Und ich möchte mich da an der Stelle einfach bedanken bei allen Vorarlbergern, die mitgeholfen haben, wo Christel Geiger die Möbel erner gekauft hat, wo anderen im Karateverein, wo man gleich akzeptiert hat und mittrainieren lässt und vor allem bei jedem Vorarlberger auf der Straße, wo einfach er so akzeptiert wie er ist und einfach ganz normal behandelt oder grüßt oder was auch immer, aber einfach nett ist zu ihm. Und das ist toll an Vorarlberg, dass er wirklich so akzeptiert ist und einfach die Leute ihn akzeptieren, das ist super.